Television. Und was hat es mit denen auf sich? Der Klick ist tot. Der Klick ist dead. Der Klick ist tot. Ich habe davon gehört, ja. Ja, was steckt dahinter? Also meiner Meinung nach nicht viel. Vielleicht, weiß ich nicht, Tomorrow Focus vielleicht? Das habe ich schon gesehen und das ist auch prima, weil das ist im Grunde dieselbe Story, die wir auch erzählen. Der Klick ist tot. Ja, es klickt keiner mehr. Vorbei. Ja? Keiner liked mehr, keiner klickt mehr. Alle müde geworden. Alles nur noch C2C. Alle telefonieren wieder. The Krieg is dead, I don't care about this, yes. I care about guilt here. Können Sie sich vorstellen, wer dahinter steckt? Ja, ja. Der Herr Schuh. Was könnte dahinter stecken? Oder wer kommt auf sowas? Wer macht sowas? Also, ich bin mir ganz sicher, dass das unsere Leute nicht waren, weil es gibt harte Regularien bei der Messe, dass man nichts anposten kann. Und deshalb war das mit uns bestimmt nichts zu tun. Wir haben eigentlich noch nie geglaubt, dass der Klick irgendwas aussagt. Den Klick als Währung irgendwie rauszuschmeißen, ist ja total doof. Also aus meiner Sicht ist der Klick tatsächlich tot. Ich unterschreibe das sofort. Ja. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Es muss sich auf Branding-Kampagnen, oder wir müssen über Branding-Kampagnen reden, wenn dann ist der Klick aus meiner Sicht überhaupt nichts mehr wert. Aber nichtsdestotrotz wird der Klick niemals tot sein, denn wenn ich als Website-Betreiber Werbung mache, um jemanden auf mein Angebot zu steuern, muss er da irgendwie hinkommen. Und das funktioniert über den Klick und den zu bezahlen. Google macht das ja immer noch relativ erfolgreich. Was ist zu dieser Message zu sagen? Der Klick ist tot? Also ja, da kann ich sehr viel zu sagen, weil wir als einer der wichtigsten Vermarkter eine ganz entscheidende Initiative haben in 2011. Wir wollen den Klick als Mediawährung killen. Das ist unser Ziel. Da ist zwar kein Kreuz drauf, aber es ist trotzdem unser Ziel, weil wir glauben, der Klick bezahlt nur den Performance-Teil, aber nicht den Markenbildungsteil. Und deshalb wollen wir nur eine neue Währung schaffen und haben viel investiert, Zeit investiert, Geld investiert und glauben, dass es eine sehr wichtige und gute Sache ist.